Hier ist ein Military Camp. Oh, mit einem Bunker in einem Berg drin. Nice. Wo ist denn hier? Hier, wo ich bin. Hier, wo ich bin, ist im Osten. Ach da. Das sieht ja interessant aus. Ja, ich hab's entdeckt. Ich habe es entdeckt. Vielleicht, machen, kann ich, wo vielleicht ist. Machen wir auch da die Hornbase. Vielleicht. Vielleicht machen wir aber da, wo wir gerade eben gesagt haben. Ja, ich guck mir das hier nochmal an, ob man das hier schön hinbekommt. Da ist die fette City. Alter, sieht das cool. Kommt man da überhaupt irgendwie hoch, sag mal? Ich habe ein Warzenschwein getötet. Warzenschwein. Alter, sieht das cool aus hier. Ja, du machst wieder die coolen Sachen. Ja. Ich habe hier einen Teddybär gefunden. Der so 7 Meter groß ist, gefühlt. Ein Grizzly oder was? Gesehen? Ja. Teddybär. Junge, ist ja riesig. Ja, 2 Stück schon gesehen. Ja. Ja. Hoch. Hoch. Ach. Okay, man kommt hier auf jeden Fall hoch. Oh, und hier ist die übelste Horde gerade unterwegs. Soll ich ihn angreifen, den Bär? Nee, will ich nicht machen. Ich meine, es ist natürlich viel. Aber ich auch. Mit dem Fahrrad bin ich zum Glück schnell. Ich sag mal so, ist bestimmt viel Leder, ne? Ja, das stimmt. Steig auf das Fahrrad. Wie hält die denn aus, sag mal? Ist der nah. Ist der nah. Boah, hab ich nicht getroffen. Kann ja nicht. Steig auf das Fahrrad. Oh. Na komm schon. So, da war noch mehr, oder nicht? Krieg ich jetzt hier meine Pfeile auch wieder? Joa. Oh, der hält aber ein bisschen was aus, ne? Boah, hat den Glück. Gerade noch abgezappelt ist, ey. So, dann hier hoch. Und das müsste man hier eigentlich einebnen. Ist halt die Frage, ob das dann schon zählt, ne? Ob die das, weil der Weg so weit ist für so eine Brücke, dass die das dann als einfachsten Weg sehen. Wenn das der einfachste Weg ist, um da hinzukommen, wenn wir alle anderen Sachen hochbauen und zubauen, warum nicht? Hm. Hält der viel aus, komischer Superheld. Na gut, let's try. Am Ende baut ihr noch ein Aquädukt. Alles gut. Kann, nichts muss. Erstmal hier ebenerdig. Shit. Obwohl, ich muss sowieso noch mal ein bisschen tiefer, dann passt schon. Der 3600 EP gegeben. Krass. Keine Ahnung, wie viele Shots er jetzt ausgehalten hat. Ohne Bär. Ach, hast du den jetzt fertig gemacht? Ja. Hier ist der Trader. So, wie spät haben wir das? 21.13 Uhr. Ja, ich werde die Nacht jetzt hier, glaube ich, abtragen. Die Nacht willst du abtragen? Hm? So, du willst hier durchmachen. Den Berg hier abtragen. Durch mal lochen. Theoretisch könnte ich ja hier unten einfach komplett durch und dann stürzt das ganze Ding hier noch ein, oder nicht? So funktioniert das teilweise, ja. Aber andererseits will ich auch die Materials dafür haben. Also auf nach oben. Puh, da hätte ich jetzt gerne irgendwie so eine Außenkamera, die das filmt und dann schön hier in Loop dann später, weißt du? Ja. Geht das irgendwie? Kann man, gibt es hier so eine virtuelle Kamera? I don't know. You talk to the wrong person. You talk to the wrong person. Darkness. Into darkness. Mach mir gar nichts, mach mir das. Hier hat was? Hier nicht. Nö. Ich bin hier sicher auf meinem Berg. Du bist sicher auf deinem Berg oder was? Hoffe ich ihn. Glaubst du? Das glaubst du. Es ist Nacht, die wilde Jagd ist unterwegs. Ja, wenn das hier mal nicht ein Mammutprojekt würde. Weiß ja nicht. Weiß ja nicht, sorry. Naja, Schicht für Schicht. Wie ein 3D-Drucker. Stück für Stück. Hast du so eine Spitzhacke gebaut oder wie war das?
Nö, nee, wir hatten ja kein Leder. So. Ja, habe ich mitgebracht. Ja, jetzt bin ich gerade nicht da. Ja. No. Was denn? Was ist denn hier noch Schönes? Kümmerst du dich eigentlich auch noch um Nahrung? Nö, gerade nicht. Danke. Nee, echt nett. Gar kein Problem. Verstehe ich jetzt nicht. Warum sind hier immer Zombies? Warte mal, habe ich vielleicht nochmal hier so einen Punkt oder so? Ja. Zack. Wie bitte? Ich habe da nicht nur ein Ei gesammelt gerade, oder? Das weiß ich nicht. Hm. Da. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Ah, ja. Hier sind auch nochmal 9-mal Speck mit Eiern. Und wo ist hier Mekko? Was suchst du? Pilze. Oh. Das weiß ich leider nicht. Pilze haben wir gar nicht hier. Okay. So, ich bin nochmal weiter essen. Und da vorne MD. Viel Spaß. Was? Was? Mal weiter. Essen ist da von McDonald's. Ah. Ah. Die Erleuchtung. MD. Ja, enjoy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, enjoy your meal und thank you for watching. Und habt dann noch einen schönen Abend und genießt das Essen. Bis dann. Guten Hunger euch, bis Daddy. So, ich kann mal Wasser abkochen. Das bisschen Haushalt macht sich wahr. Wer hat da jetzt reingefolgt? Kann ich gar Wer hat da reingefolgt? Oh, in dieser Minute so, Girl. Yo, danke dir. Danke. Richtig sweet. Richtig sweet. Sweet. Wo war das denn noch? Science. Nee, Candy Crush oder so auch immer. Candy Crush. Jo. Wusstest nicht, dass du eine Single-Mutter bist, ey. Wieso? Hab ich doch damals in der Diamond League gespielt. Du Single-Mom, Alter. Level 6000, ey. Ich hab Candy Crush nicht gespielt. Oh, ne. Dann muss ich talksoing mit mir. Ich talkse mit dir, wie ich das mag. Und möchte. Komm nicht auf die Tour. Machst du da eigentlich noch irgendwas oder stehst du so rum? So wird er nicht fertig, ne? Hör ich nur. Du kannst mal lieber hierher kommen. Bin doch auf dem Weg, falls du die Karte mal gesehen hast. Mit einer Schaufel unterm Arm, am besten. Ja, hab ich dabei. Naja, da kommt er angeradelt. Na endlich. Kann man dich schon sehen? Wie ist hier die Renderdistanz? Nicht gut. Nicht gut. Nicht. Na? Kannst auch am besten von der Seite, wo du gerade kommst, kommst du ja am besten den Hügel hoch. Immer von der guten Seite. Okay. Ich bin King of the Hill. Wer da trotzdem weiter? Ein Baum gefahren. Da kommt ein Zombie. Fahrrad. Ein Zombie auf dem Fahrrad? Die kenne ich noch gar nicht. Hast du schon mal einen Zombie auf dem Fahrrad gesehen? Nee, sind die neu? Nee. Wieso hat denn der nur 400 gegeben? Ben hat nur 400 gegeben. Der Zombie hat nur 400 EP gegeben. Nein, ich habe doch gerade noch einen Dreh erledigt. Ah. Kannst du auch noch was zu trinken mit hochbringen? Soll ich eine Jacke haben von Lieferando, oder? Kann doch nicht wahr sein, ey. Kannst du nicht sagen, wenn ich hierher komme? Ja, natürlich. Habe ich noch irgendwas? Kann man hier noch mal ein paar Steaks mit Kartoffeln reinzwiebeln. Was machst du da eigentlich? Ne? Ah, okay. Timber! Alles wegroden erstmal. Oh, der hat ja nicht viel geschafft hier in der kurzen Zeit, ne? Aber ich sag, ist dann ja wieder sauer. Ja, du machst mir ja keinen Eisenbohrer. Hab ich dir dahingestellt, wolltest du nicht. Oder Stahlbohrer oder was das immer ist. Stahlbohrer! Das ist für den Akkuschrauber. Wann kann ich den eigentlich bauen, den Bohrer, Alter? Apropos. Bohrer, Erdbohrer. Eieieiei. Ja, genau. 14 das von 61 Bücher. Ja, weil du nicht mithilfst. Ja, weil du keine Büchereien auswendig machst. Ich hab Bärensamen gekriegt. Extrakt. Nee, Testosteronextrakt, so. Ja, dann nimm das mal und dann buddel mal hier ordentlich ab.
Nee, das ist nur ein. Das muss man verarbeiten zu Testosteron zu hier. Steroiden. So. Das ist nur das Grundrezept dafür. Na gut. Er trinkt da einfach. Ich habe nicht getrunken, ich habe gegessen. Okay. So, ich sollte vielleicht auch mal hier den hier machen. Stahlbohrer schreit er. Einen Herzinfarkt bekommt man dann noch. Ja, ich bin manchmal ein bisschen laut in der Stimme. Ich muss das noch in meinem Audiosystem noch ein bisschen einpendeln. Kurz wieder aufgewacht. Ich wollte gerade einschlafen, ne? Hab ich gemerkt. Nee. Wieso habe ich denn jetzt keine Ausdauer, sag mal? Hast du mir einen Kaffee mitgebracht? Ich gehe gleich wieder. Hat mir geholfen, wieder wach zu werden. Ja, wusste ich so. Nach dem Fresskoma. Digga, wie dieser Schipper eins drüber ziehen jetzt, ne? Geht nicht. Geht nicht. Was machst du denn jetzt noch? Willst du jetzt noch eine Ebene tiefer? Warum? Ja, natürlich. Wir bauen doch hier das Grundgestell drauf. Und dann arbeiten wir uns ja rüber. Ja, eine noch. Ich habe mal eine noch, ey. Am liebsten würde ich ja bis nach unten eigentlich, damit man eine riesen Fläche hat. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, nötig. Was ist nicht nötig? Eine große Fläche. Ist hier irgendwo ein See? Ich brauche einen See. Warte, hier ist auch ein Pool oder so. Ich muss mal kurz weg. Ah, musst du? Wohin? Aua! Fast tot. Echt? Nichts zum Heilen mit. Hoffentlich fällst du da runter, ey. Was brauchst du? Ich hab auch nichts zum Heilen, okay. Was brauchst du? Ich hab auch nichts. Die Frage, ne, können die Zombies hier so hochrennen oder können die nicht rennen? Aber ja, dann müssen wir halt nochmal gucken, ne? Halt abtragen. Ja. Oder alles mit Spikes zu ballern, den ganzen Berg. Aber dann wäre es für die immer noch der einfachste Weg. Mhm. Das wäre echt nice, wenn die da eine Brücke hochbauen und die dann. Was? Boah. Wie du hier reinhustest, Alter. Mach doch kurz auf Mute, wenn du sowas machst. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hab vergessen, welche Taste das war. Ich muss in der Post-Production das wieder rausschneiden. Sehr gut. Dafür haben wir dich eingestellt. Ja. War nur 28 cm. Ach, die Pizza, ja. Oh, was ist das? Ich muss mir gleich auch irgendwas bestellen, ey. Ich krieg auch echt Hunger, Alter. Das ist echt schlimm. Meine Frau kommt an und sagt, sie will Nudeln machen. Habe ich nichts mit zum Healen, ne? Nix, gar nix. Gar nix. Nee. So, jetzt bräuchte ich hier mal so Baublock mit Pflasterstein. Die nur 300. Naja, wer wissen. Ist so. Warte mal, ich hatte doch hier irgendwo mein Fahrrad. Teilt die Aufgabe und haut ab, ne? Wie einfach liegen bleibt. Also, wie viel hält der denn aus, sag mal? Was machst du denn da unten? Ich wollte noch mal mein Fahrrad holen, Mensch. Weil das immer überall liegen lässt. Ja, wie früher. Mal langsam hier alle aufhören, von Essen zu reden. Auch im Chat, bitte. Der kulinarische Essen-Stream. Und er hat auch mit seinem Bicycle angerollt. Ja, ich schaff's noch. Komm. So, alles abgetragen. Heute mit Gordon Ramsay. Wie ist der andere denn noch? Ach, hier, Jamie Oliver. Ah ja, genau. Nee, immer noch nicht. Klock! Als wäre ich Iron Man, ey. Mehr abgetragen als du heute hier in der ganzen Nacht. I doubt it. Gut, dass auch ein Bergarbeiterhelm, ne? Aber den du nicht aufhast. Warum hast du den nicht auf? Ah, schon wieder nicht. Du verschenkst das einfach so. So, jetzt. Bauarbeiter. Immer Helm auf der Baustelle. Gibt's bei dir gleich Pizza oder Döner? Zombie. Wahrscheinlich so eine Fusion daraus. Ich dachte, gesprochen wie ein Löwe, Alter. Hörst du, wie es ist? Gesprochen wie ein Löwe, der Typ, ey. Mit viel Käse noch im
Was? Mit viel Käse noch mehr Gouda. Ja, genau. Und noch mehr Gaudi. Ich hab den Käse noch ein bisschen Gouda rauf. Jo. Gaudert wohl. Gaudert wohl. Kommt auf den Pommes noch was drauf. Was kostet das denn? Nix. Ja, dann Hähnchen. So ungefähr. Imbiss Deutsch für Fortgeschrittene. Meine Schaufel ist dead. Ja, hab ich gehört. Brauchst du ein Kit? Ne, ich hab ein Kit, aber ich rede jetzt auch nicht mehr. Wieso? Für die 2 Meter jetzt nicht. Ich brauchst du noch sowieso? Stimmt eigentlich. Wieso ist das hier so eckig? Naja. Eckig oder eckig nicht? Ja, weiß ich nicht. Ist das jetzt gut, was wir hier machen? Ist das gut? Weiß ich auch nicht, ob das gut ist. Ich mach das zum ersten Mal, sowas. Da hinten ist die Base. Guck dir die an. Ja, guck mal in die Richtung. Guck mal den Berg an. Boah. Boah. Jetzt siehst du das erst. Da ist schon alles fertig. Sorry, ich war vor da unten mit dem Fahrrad. Und wir stehen hier 3 Nächte, ey. 3 Tage und 3 Nächte für dieses Zauberwerk. Naja. Hier ist einfach dann mehr Schweiß und Arbeit drin. Sollen wir erstmal hier probieren, dann können wir es mal noch ausbauen. Ja. So, wie bauen wir denn am schlechtesten die Brücke? Am besten so von unten, Pfeiler erstmal nach oben, ne? Hä? Wohin? Die Brücke. Die braucht ja Pfeiler, oder nicht? Sonst stürzt das Ding noch ein. Ja, es braucht Pfeiler. 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 Machen wir unten einfach nach unten Pfeiler. Die werden ja nicht abhauen, oder? Sonst kommen sie ja nicht mehr zu uns hin. Das ist halt das Ding. Wenn die nämlich runterfallen, es gibt nämlich so eine Chance bei den Zombies, wenn die runterfallen, dass sie in so ein... Eine Chance? Dass sie in so ein Rage-Mode verfallen. Und dann hauen die einfach um sich. Dann kann es sein, dass das nämlich einstürzt. Ja, dann müssen wir es so bauen, dass es nicht einstürzt. Ja, also erstmal abgesehen davon, aus der Höhe hier, wenn die hier runterstürzen, hoffe ich mal, dass sie sowieso nichts mehr machen. Ja, das hoffe ich auch. Aber ich weiß nicht, wie das genau ist in dem Game, ob der Fallschaden irgendwann begrenzt ist. Sehen wir dann ja. Ja. Das ist halt einfach Try and Error momentan, ne? Ja. Herzlich willkommen bei Let's Test. Herzlich willkommen bei den Mistbustern. Helter oder Felder? Ja, soll ich mal da hier so einen Pfeiler hochzimmern oder was? Zimmer doch mal was da. Du kannst ja so gut zimmern. Du Zimmerer. Mach jetzt. Sehr gut. Wir sollen mal noch mal Stein oder so. Ich hab nicht mal eine Spitzhacke. Ja, hier, nimm meine, Christoph. Nee, ich mach jetzt was anderes. Lass mich. Ja, okay. Hauptsache, machst irgendwas. Da kümmere ich mal nicht um. So, ich würde hier, glaube ich, den Übergang machen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das. Ich auch. Funktioniert. Ist das auch nachher? Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Das ist hier in so einer Scheiß. In so einem scheiß Winkel. Das war so nicht geplant. Aber doch die Brücke weiter links. Oder wie geht das? Nee, ich muss ja hier irgendwie. Der geht ja eher in die Richtung. Kann ich nicht die Blöcke irgendwie so drehen, wie ich das will? Nee. Natürlich scheiße jetzt. Müsste man das eher hier so machen. Das ist jetzt blöd. Kann man nicht irgendwie sagen, hier freies Bauen oder so? Einfach. Stellen kopieren. Fortgeschritten. Fortgeschritten drehen. Ja. Fortgeschritten. Trotzdem hast du trotzdem eine Vorgabe, ne? Du kannst ja nicht einfach so sinnlos bauen, wie du das möchtest. Ruhe. Angesicht, was heißt das? Das nervt mich ja jetzt ein bisschen. Aber gut. Vielleicht hier so. Hier gucken wir mal, was das wird. Eieieiei. Was denn? Nix. Noch ist alles gut. So, jetzt machen wir das hier so Minecraft-mäßig. Aber das reicht. Vom Abstand her. Das entscheidest du nicht. Kommt man das nochmal irgendwie sehen, ab wann das nicht mehr geht? Von der Entfernung? Von der Stabilität her? Es wird ja irgendwann rot. Achso. Diese Blöcke, die du setzt, die werden irgendwann andersfarbig. Oh ja.
Wird schon so ein bisschen gelblich. Mhm. Und hier ist rot. Okay. Dann wollen wir mal hier rüberspringen, wa? Ja! Nein! Boah, nichts passiert. Krasser Typ. Ja, keine Ahnung, wie die Zombies hier rüberkommen sollen. Hä? Du bist auch nur am Meckern. Junge, ist das krank, Alter. Ich bin nicht am Meckern, ich bin nur am Zweifeln. Das Ganze hier. Warum zweifelst du denn? Du hast nicht mal was fertig gebaut. Nicht eine Sache hast du fertig gebaut und du zweifelst. Hey, hey, hey. Jetzt müsste sich das ja eigentlich supporten von der Seite, oder nicht? Ich gehe davon aus, dass ich es irgendwann supporte von der anderen Seite. Jo. Was ist denn da gebaut? Da ist ein Zombie drüben. Der kriecht da rum bei der Wand. Ja, kann er ja. Der lang kriecht. Jetzt ist mein Charakter auch hungrig und hat Magenknurren und das affectet mich selbst. Das hat einfach Einfluss auf mich. Wo ist die Shift-Taste, wa? Aber echt. Die fehlt dir so ein bisschen. Na? Hier die ganze Zeit guckt. Ich beobachte das hier. Kannst das mal schön aufnehmen und dann kann ich ja schön... Meinst du, was ich mach? Pass auf. Im Loop loopen. Ich weiß nur die Hälfte. Schön in Zeitlupe. Ja. So, jetzt müsste da nochmal ein zweiter Pfeiler... Was will er denn? Na, kommt ihr hier hoch? Ja. Hier ist auch noch ein Eisenvorkommen. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall schon mal wild aus hier, das ganze Konstrukt. Jetzt muss ich nur gucken. Hier so auf der Schiene bleiben. Ja, ich würde das, glaube ich, hier so direkt am anderen Ende der Straat machen. Bestelle ich eine Pizza oder mache ich jetzt? Was? Bestelle ich mir jetzt eine Pizza oder mache ich? Wenn du das jetzt machst, dann mache ich das auch jetzt. Nudeln sind doch perfekt. Nudelschmutz, Alter. Hey, hey, hey. Wenn man Lust hat auf irgendwas Fettiges oder irgendwas Geiles, Nudeln echt Schmutz. So, Lieferando. Warte mal, ich muss hier erstmal nach oben bauen, bevor hier irgendwas passiert. Wo baust du dich denn jetzt so? Ich höre nur dieses... Da. There you are. Das wird auf jeden Fall noch witzig, das dann aufzurüsten auf Eisen bis nach oben. Beziehungsweise mit normalen Baublöcken daneben bauen, hä? Das wird doch nicht schwer. Naja, Sache nur, wird lustig. Lustig, hahaha. Lustig. So, bin ich jetzt hier auf einer Höhe oder muss ich noch einen höher? Ich glaube, ich muss noch einen, oder? Kannst du das sehen? Kann ich sehen. Ich glaube, ich muss noch einen höher. Wenn ich hier einen dran mache, ist zu tief. Oder? Weil ich muss ja sowieso hier sowieso einen höher, also ist ja auch egal. Ja, sieht aber gut aus. So, erstmal. So. Ich baue immer rum hier. Potzer Döner, wer kennt's nicht? Ja, ich würde, glaube ich, den Berg doch schon abtragen, dass das hier echt eine gerade Linie ist. Bis dahin. Weil Material brauchen wir so oder so dafür. Machen wir. Jetzt so beschlossen. Oh. So. Ja. Do you hear me speak? I hear you. Very loud and clear. Neißenstein. Ich habe jetzt gerade beschlossen, für uns beide, dass wir den Berg einmal abtragen bis hier nach unten, bis das hier, dass wir eine gerade haben. Dass wir eine gerade haben. Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einer geraden Sache. Für mich. Na gut, habe ja schon fast einmal rum hier so ein Dings gezogen. Was hast du gezogen? Ich habe den Berg schon an den Seiten so ein bisschen ausgehöhlt, damit die da nicht hochrennen. Ach so. Ja, ist doch gut. Also haben wir schon fast so eine. Also ich bin quasi fast auf der Höhe hier. Look at me. Ja, geil. Passt das ja auch perfekt. Ich muss gleich meinen Kram eben abholen, sonst müsste der über eine Stunde liefern. What? Ja. Dann habe ich gesagt, nö. Siehst du hier sogar Stein auch noch?
dann passt das ja. Machen wir 19 Uhr, mache ich dann Schicht. Mhm. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich mache dann Schicht. Ja, vielleicht kriege ich ja noch so weit auf entspannt hier so ein bisschen gebaut, nebenbei. Kannst du bestimmt tun. Du bist dein eigener Herr. Kannst tun und lassen, was du möchtest. Danke. Ja, kein Problem. Ich wollte es nur sagen. Da bin ich auch gespannt, ob das funktioniert so. Aber das sehen wir ja. Ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert, wenn ich das jetzt hier wegbaue. Jo, das geht. Jo, das passt auch. Jau. Jau. Habe ich meinen Bauarbeiterhelm? Jo. Eine richtig schöne Bergenburg, ey. Das ist schon boah. Dieses Ausdauergedöns. Ja, ätzend. Im Erdbohrer oder so brauchst du ja keine Ausdauerverlust, ne? Ja, das ist das Geile. Da hast du nur Benzinverlust. Hm? Das ist außer Puste. So. Ist das viel Material? Ja, ist auch gut. Brauchen wir. Kannst auch am besten im Inventar schon direkt Pflasterstein herstellen. Aus deinen Materials. Ich habe nur Lehm. Ach so. Ja, dann nicht. Gut erkannt. Dann mach das mal nicht. Das schaffen wir, glaube ich, gar nicht von der Zeit her. Bis Tag 21, oder? Ja, die muss ja nicht komplett fertig sein, aber wenn wir das... Ja. Weißt du, was ich meine? Ist ja nur Überleben. Ist das viel, was hier bewegt werden muss? Junge, Junge. Halbe Mine hier. Ja. Richtiger Tagebau. Aber hallo. Alter, da unten ist eine Horde Soldaten, ey. Eine Horde? Mhm. 1, 2, 3, 4. Die kloppen hier einfach gegen den Berg. Die haben einfach Bock auf dich. Mich? Mhm. Also auf mich. Keine Ahnung. Ich sehe ja niemanden. Meinst du wohl, die haben Bock auf dich, ey? Die sollen mal... Ich sehe keinen von hier. Die sollen mal einfach weiterziehen. Guck mal, die kommen schon mal nicht hoch. Aber die haben auch, glaube ich, noch keine Akku gezogen. Die machen einfach nur gerade so ihr Ding. Alarm! Da ist Böses im Busch. Na gut. Na gut, müssen die ja wissen. Level up. Sehr, sehr gut. Oh, es regnet gerade rein. Muss mal kurz Fenster zumachen. Hatten wir schon mal, brauchen wir nicht nochmal. Nicht schon wieder. Kommt hier hoch jetzt. Los, kommt hier hoch. Mach ich fertig, mach ich euch. So. Du bist der Erste. Du machst das schon. Die jetzt hochgekommen, oder was? Ja. Aber eigentlich wären sie dann vorbeigelaufen, wenn ich die eine nicht abgeschossen hätte. Ach so. Aber ich dachte, die haben vielleicht tolle Sachen dabei. Bücher. Aber haben sie nicht. Was ist das? Das Lied kenne ich aber nicht. Bubble Bleed. Gruppensex im Altersheim, da sagt keine Oma nein. Was? Ich kenne dich aber nicht. Das ist mir auch neu jetzt. Wie, das kennst du nicht? Google das mal, das feierst du bestimmt. Ja, mach ich nachher auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt. Gespannt. Wie ein Flitzbogen. Wie ein Flitzbück. Ich werde hier komplett ausgebeutet, ey, für so ein Hungerlohn hier. Das sind jetzt wie die Brüder von der großen Pause, ey. Aber echt. Die Butler. Ja, genau. Die Butlers. Theoretisch kannst du das ja auch oben drauf lassen erstmal. Und dann bauen wir uns hier erstmal so in den Berg rein. Das wird ja bestimmt kaputt gehen. Oder runterfallen alles irgendwann. Nee, weil wir bauen ja mit Wänden aus dann schon direkt. So. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weißt du, wie ich meine? So, von der Art her. Eieiei.
das eine Arbeit. Ja. Vor allem mit so spartanischen Ausrüstungsgegenständen. Ja, irgendwo müssen wir anfangen. So, mehr kann ich nicht. Ich habe jetzt alle Erde hier ringsherum abgebaut. Mehr kann ich nicht. Jetzt ist nur noch Stein. Ja. Crazy. So, für mich war es dann. Jo. Ist ja witzig. Wie so. Im Spiel ist jetzt 19 Uhr und in Real Life auch fast. Ist das krank. Crazy. Wie geht sowas? Sowas haben findet man auch nur hier, ey. Nur auf diesem Kanal. So, ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben und so fleißig mit Chat reingeschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Ja, der Kollege macht noch weiter. Ich bin raus. Jo. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Habt einen schönen Sonntag noch. Ja, das war's von mir. Jo. Bis dann. Hat schon ja schon mal Spaß gemacht. Genießt dein Essen. Bis dann. Ciao. So. Das muss ja jetzt hier echt nichts Großes sein, erstmal, ne? Streamst du schon länger oder hast du jetzt angefangen? Boah. So wirklich kontinuierlich machen wir das, glaube ich, ja. Ein halbes Jahr, würde ich sagen, jetzt. Ja. Ja, das kommt schon hin. Ich habe vorher nur immer YouTube. Videos hochgeladen und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Stream. Dann mache ich das quasi, dass ich die Aufnahmen, also gleichzeitig die Streamaufnahme, dann läuft auch noch mal eine normale Aufnahme und wer Bock hat, kann dann in der Community direkt dabei sein bei Twitch. Und wer darauf keinen Bock hat, der guckt sich dann halt die Replays auf YouTube an. Die sind dann halt ein bisschen geschnitten, so. Jo, dank dir. Jetzt nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren. Das sieht doch hier verrückt aus. Was war das? Kleid. Oh. Discord dreht wieder durch. Ihr seid ganz cool. Dankeschön. Das freut uns zu hören. DC braucht auch mal Aufmerksamkeit, ja. Oh, ich bin schon wieder durstig. Könnte ich ja theoretisch jetzt hier über unsere neue Brücke. Warte mal. Wie funktioniert das denn? Boah. Nicht gestorben. Das ist frech. Aber jetzt. So, wir müssen jetzt schon mal den Helm wechseln. Nicht, dass ich das gleich verchecke. Das sieht doch schon wild aus, ey. Der Bergbunker. Von der Brücke lässt sich noch mehr machen. Ja, genau. Das ist ja so der Plan, dass wir echt die Leute oder die Leute, dass wir die ganzen Mobs über die Brücke quasi kommen lassen und von dort aus dann, keine Ahnung, die ganzen Fallen bauen und so. So zumindest erstmal die Theorie. Da war ich eine rauchen. Achso, ja. Nee, so ist erstmal der Plan auf jeden Fall. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Wir müssen das ja theoretisch alles so umlenken, dass das so der einfachste Weg für die Viechels ist. Die dann alle da hochgehen. Vielleicht ist auch schon wieder Sperrstunde. Jetzt aber schnell. Hier kommen dann auf jeden Fall auch noch diese komischen Hammer irgendwie hin. Dass die Mobs hier schön runtergeschmissen werden. Ja, ein bisschen müssen wir hier noch rein. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn hier von der Breite? Können wir gleich auch noch ein bisschen weiter gehen. Oh, schon wieder kaputt. Wie viel haben wir denn noch? 5. Okay, easy. Easy 7 Day 2. Die wollte ich mir eigentlich auch holen. Aber habe noch die nächste Zeit einige Ausgaben. So in 2 bis 3 Minuten werde ich es mir auch holen. Achso, 7 Days to Die. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was kostet das aktuell. Das irgendwie damals in der Early Access irgendwann mal geholt. Hier können wir auch schon direkt Pflastersteine machen wieder. Boah, 8000, Alter. Eine Stunde. 43 Euro. Krass. Haben sie ja echt einen richtigen Full-Titel dann jetzt draus gemacht. Nicht nur im Update-Wesen.
Alter, hier ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut ist, dass das hier schon abgetragen ist. Naja, wird schon passen. Ist ja auch ein gutes, umfangreiches Game. Ja, das lohnt sich ja auch echt. Das stimmt wohl. Kann man nichts mit verkehrt machen. So, hier würde ich dann so langsam die Biege machen. Hier könnte man vielleicht mal so ein bisschen auflassen für rausschießen oder so. Hier müsste eigentlich auch nochmal irgendwo was kommen gleich. Viel zu laut gerade. Wir haben ja nachts. Bin ich ja echt mal gespannt, ob das hier was wird. Das ist schon die Deckenhöhe. Ich würde, glaube ich, noch ein höher gehen. Oh. Hier so auf die Höhe. Naja, hier würde ich schon dicht machen. Hier könnte man halt vielleicht noch eine Luke offen lassen. Oder? Oh, hier ist noch Erde. So, das wollte ich dicht. Solange ihr nicht dreimal gestorben seid, dann bin ich ja mir sicher, dass ihr das schafft. Ja, ich bin auch mal gespannt, was hier... Jetzt hier auf jeden Fall eine knappe Kiste mit dieser Hordenbase. Das ist schon Tag 19. Das soll echt nur so provisorisch dann werden, ne? Ja, puh. Wie weit gehen wir hier rein? Ich glaube, einen noch. So, erstmal. Was natürlich auch freaky wäre, wenn das hier quasi dann der erste Punkt wäre, wo die hier durchbrechen können. Und der nächste Punkt, der geht dann nicht nach oben raus, sondern eine Etage tiefer. Einmal so ein Raum nach unten. Da ist dann die nächste Stage. Immer so weiter. Was halt dann Gefahr, dass sie hier unten irgendwann durchbrechen wollen, ne? Jetzt fängt das hier einfach heftig an zu regnen. Boom. Hunger kommt auch schon wieder hier beim Charakter durch. Gibt es Fallen, die unzerstörbar sind, damit die Zombies immer da reinfallen können? Nicht, dass ich wüsste. Kann halt irgendwann Stahlblöcke oder sowas gleich machen. Die sind dann schon sehr robust, aber die musst du halt dann immer wieder neu reparieren, ne? Also wenn man sagt, die fallen dann hier runter und wenn die runterfallen, dann ist da unten wie so ein Cage. Müsste man halt genau abpassen dann. So eine Grube. Mit so Stacheln und so. Oder Dauerelektroschocktherapie. Das wäre auch gut. Also man kann schon sehr kreativ hier werden. Das ist halt das Geile. Ja, so ist eigentlich so ein bisschen unser Plan, dass wir hier so an der Seite nochmal was ein bisschen ausbauen, so Arme. Und da stellen wir so Roboterarme drauf, die so die Zombies boxen. Und dann vielleicht unten irgendwie sowas wie so ein Auffangbecken mit Stacheln drin. Dass sie erstmal schön tief fallen und dann auch an Stacheln fallen. Dann müsste man das so anlegen, dass sie wie so eine Rampe wieder hochgehen können. Dass sie schön easy wieder den Weg laufen. Und das gleiche Spiel nochmal, wie so ein Loop. Zusätzlich kommen dann hier irgendwann noch so Geschütztürme dran und sowas. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht, ja. Mal gucken. Problem ist nur, wir verplempern echt viel Zeit jetzt hier am Anfang. Weil während man jetzt hier die ganze Zeit baut, keine Ahnung, jetzt ist schon der dritte Tag. In der Zeit können wir halt keine Bücher finden. Solche Geschichten, ne? Das muss man halt auch noch bedenken. Und eigentlich müsste ich jetzt auch gleich nochmal in die Basis. Kannst machen nix, ne? Kannst du nur gucke zu. Ich hoffe mal, der Herr Goat hat noch ein bisschen Essen da gelassen in der Basis. Sonst raste ich aus. Habe ich noch Steine? Ja. Ein paar. Mal eben hier den Gang hier fertig machen. Dürfte ja eigentlich... Oh, Hilfe. So, das sieht gut aus. Und dann müssen wir jetzt nochmal schnell in die Basis. Wo ist denn jetzt... Da ist mein Fahrrad, glaube ich, ne? Komme ich hier noch irgendwie durch? Na, komm mal hier durch. Ja, ja, ja. Nein, doch. Nicht wirklich. Ah,
Alter. Ein bisschen zu eng. Uiuiui. So, dann mal schnell hier mit Radweg Bier holen. Boah. Ich vergesse immer, muss ich jetzt links rein? Jo. Heißt übrigens auch immer noch mögliche Base, unsere aktuelle Base. Ja, ist wirklich viel Arbeit. Aber es nimmt langsam Form und Gestalt an. Da bin ich schon ganz froh drüber. Theoretisch könnte ich auch schon mal irgendwie so einen Turm mitnehmen. So einen Geschützturm. Ich weiß gar nicht. Ach ne, es war ein Geschützturm, ne? Es war gar nicht dieser Hammer. Hm. Lass mal gucken. Hier muss ich gleich links. Ne, andere Richtung. Ach, da ist das ja schon. Oh. Nichts passiert. Was brauchte ich jetzt? Essen. Jetzt regnet es auch bei mir. Stürmen soll es ja heute Nacht. Ach echt? Wo kommst du denn weg? Oh ja, hier ist noch Essen. Aus dem schönen Frankenland. Oberfranken genauer. Oh krass. Wir sind hier im Niedersachsen, im Flachen. So, hier wird noch... Ne, hier wird nicht mehr geschmiedet, weil kein Material drin. Das lohnt sich auch nicht so richtig. Hm. Bastelkiste bauen. Ach, hier ist auch nochmal Pflasterstein drin. Die würde ich tatsächlich ins Inventar nehmen, weil da bauen wir uns ja noch die Bricks draus. Hm. So. Das gönnen wir uns mal hier. So. Ist das hier noch? Goats Rumpelkiste. Na klar. Ah ja, hier hat er sein Essen gebunkert. Mhm. Das soll ich jetzt hier ihm wegsortieren oder was? Ach, guck mal an. Hier wird auch noch, hier noch mehr produziert. Sieht nicht so aus, ne? Dann mache ich das mal hier aus. Spart Material. Einer muss das ja machen. Oder du packst noch etwas rein und überlässt ihm das. Ich benenne die erstmal um. In, muss noch sortiert werden. Von Herrn Goat. Oder so. So, dann gibt es hier nochmal so ein Spiegelei. Zack. Warte, warte, warte. Oh, das habe ich jetzt alles gelöscht. Oder? Nicht anfassen, Stuhlgang. So. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal wieder alles, was wir brauchen. Theoretisch könnten wir ja hier auch schon... Kann hier irgendwas produzieren, während ich hier weg bin. Eigentlich schon. Hier können eigentlich nochmal hier Pflastersteinblöcke schon direkt geschmolzen werden. 400. Zack. Abfahrt. Und Munition wäre auch nicht schlecht. Ich wollte nochmal gucken, dieser Geschützturm hier. Robotik-Geschützturm. Magazingröße. Mhm. Was brauchen der für Kugeln? Verwendet Schrotgeschützturm-Munition. Boah. Und sonst hatten wir noch keinen Turm, ne? Aber Herr Goat meinte ja, dass er sowas bauen kann. Schrot. Da, Kiste mit Schrotflintenpatronen. Haben wir nur noch nicht gelernt. Ja, dann ist das, glaube ich, erstmal useless, das Ding. Hm. Ich kann mir wenigstens schon mal hier so ein bisschen 7mm Munition machen. Das sieht ja gut aus. So, das kann hier erstmal ordentlich burnen. Schrotmuni und Schrotflinte geht ja schon. Nur noch keine Mats. Ja. Ich weiß nicht, der Turm, der braucht ja, glaube ich, die Kiste. Hi Drayson, dankeschön für den Follow. Was geht ab? Schrot, ich guck nochmal. Oberschrot, ich glaube hier Kiste. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt braucht für das Geschützturm. Oder ob ganz normale Schrotflintenmuni reicht. Das finden wir noch heraus. Let's go. Keine Zeit. Die Kiste ist bei dem Geschütz sinnvoller. Hm. Ja, vielleicht lernen wir das ja noch. Wow. Krasser Drift. So, dann wieder schnell zur Hordenbase. Kann man mitspielen? Aktuell nicht. Aber es ist schon sowas geplant wie ein Community-Server. Moin. Ich find's irgendwie schön. Diese Menschen. Glück gehabt, Huhn. Crazy Brücke. Also sieht schon cool aus eigentlich. Kann noch mal ein bisschen breiter werden. Wow. Okay, vielleicht nehmen wir das einfach mal mit. Zack. Hühnchen gleich mitnehmen zum Grillen. Ja, ich wollte es eigentlich umfahren, aber es hat heute nochmal Glück gehabt. Kehlebrück. Was sagt mein Essen? Fast bei mir.
hier mal gespannt. So. Weiter geht's. Eigentlich müsste hier noch so ein Loch rein, ne? Jo. Das ist ein guter Winkel. Ich hab's nicht umgefahren, ich habe es umfahren. Na klar. So. Sitzt hier noch was in der. Oh. Mein Essen. Und ein Drop. Das passt ja. Ist das mein Essen? Nee, nee. Haben wir ja nicht geschnitten, Alter. Das gibt auf jeden Fall eine Negativbewertung. Puh. Oh, da ist der Drop. Ist ja mal gar nicht so weit weg. Aber wie wir gelernt haben, wenn ich mich ja gleich ausloggen werde, gehen wir das Ganze schon mal. Ja. Freunde. Die Pizza. Haben sie nicht geschnitten. Das geht gar nicht. Anzeige ist raus, ja. Nee, das kann man echt nicht machen. Kann man nicht bringen. Wer will seine Pizza denn einfach nicht geschnitten haben? Ja, das ist jetzt hier erstmal so unser Rohbau. Wir haben jetzt noch zwei, ja, vielleicht noch so drei Tage. Aber ich würde, glaube ich, eher zwei sagen und den Rest dann in Munitionsvorbereitung, dies, das. Und Verteidigungsvorbereitung setzen. Guck mal, den nehmen wir nochmal eben mit. Boah, Glück gehabt. Oh. Gibt's das? Nicht, dass er jetzt hier. Hä? Der merkt mich gar nicht. Doch jetzt. Sag mal. Wie hält der denn aus? So. Du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe nur noch einen Pfeil. Was ich sagen wollte, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht hier mit euch im Chat. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Schaut doch gerne mal bei YouTube vorbei, würde ich mich freuen. Was machen die denn da? Bergbaualarm. Alarm, Alarm, da haben wir ihn wieder. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Alarm, tschüss.